Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist wieder euer Thomas mit dem 13. aktuellen Report über die aktuellen Baumaßnahmen im Bahnhof Köthen. Eigentlich sollte der Bahnknoten Köthen Mitte Dezember wieder ins Netz gehen. Durch Bauverzögerung wurde dieser Termin erst auf Mitte Mai 2020 verschoben. Nach neuesten Meldungen soll der Bahnverkehr in Köthen im März 2020 wieder aufgenommen werden. Mittlerweile ist die Einfahrt aus Magdeburg mit neuen Gleisen und Fahrleitung versehen worden. Auch der Streckengleis aus Dessau ist wieder an den Bahnsteig 2 und 3 angeschlossen. Allerdings mit neuer Gleisführung. Im Streckengleis Halle Magdeburg ist der Gleisbau abgeschlossen. Hier wird mit Hochdruck an den Kabelanschlüssen gearbeitet. Im Streckengleis Dessau-Bernburg ist die Kreuzungsweiche verschwunden. Hier wird das Gleis nach Aachen wahrscheinlich noch mit einer Weiche verbunden. Auch im Streckengleis Bernburg-Dessau ist die einfache Kreuzungsweiche verschwunden. Hier wird nur noch die Gleislücke verschlossen. Thank you.
Auch in der Einfahrt aus Richtung Bernburg sind die Signal- und Weichen mittlerweile angeschlossen. Das zweite Gleis der Verbindungskurve von Bernburg nach Halle ist auch noch weiter zurückgebaut worden. Das letzte überlebende Formsignal in Köthen ist immer noch das Einfahrtssignal der Bernburger Strecke. Eigentlich wäre es heute die letzte Reportage gewesen, da ich in 14 Tagen von der Wiedereröffnung der Strecke berichtet hätte. Wenn ihr weiterhin Interesse habt, dann sehen und hören wir uns in 14 Tagen wieder. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht Thomas aus Bernburg.